Guten Morgen, liebe Freunde der Astrologie. Heute ist Dienstag, der 26. Juni 2018. Mein Name ist Norbert Gieso. Einige der in dieser Woche wirklich relevanten und wichtigen Konstellationen habe ich gestern beim Tageshoroskop schon besprochen oder angesprochen. Diese Prozesse möchte ich jetzt gerne heute vertiefen. Da ist zum allerersten Mars zu nennen, über den ich ja schon länger spreche, weil Mars wird jetzt heute tatsächlich nun rückläufig. Im 10. Grad des Wassermanns bleibt das bis Ende August, wird in diesen 2 Monaten hier auch nochmal in Steinbock zurückkehren, sich also zwischen 10 Grad Wassermann und 29 Grad Steinbock aufhalten. Und mit dem rückläufigen Mars, immer abhängig davon, wie er im eigenen Horoskop gestellt ist oder im zu beobachtenden Horoskop. Dieser rückläufige Mars sorgt dafür, dass bestimmte Prozesse und Entwicklungen, die wir gerne progressiv nach vorne gesehen hätten, dass die sich nicht so entwickeln, wie wir das gerne hätten, sondern der Motor wird auf Rückwärtslauf gestellt. Die Dinge brauchen längere Zeit, um sich zu entwickeln. Manche Sachen können sogar stillstehen oder stagnieren, während andere Bereiche vielleicht gar nicht funktionieren oder aufgegeben werden müssen. Es geht also darum, auch innezuhalten und zu schauen, irgendwie, wo wirklich mein Energieeinsatz richtig und gefragt ist, wo der etwas bringt und wo der vielleicht sozusagen gar nichts bringt. Dieser rückläufige Mars wird uns noch länger in den nächsten Tagen und Wochen beschäftigen. Gestern Morgen ist der Mond ins Zeichen Schütze gewandert, wo er noch bleiben wird bis morgen, also Mittwochnachmittag, kurz vor 18 Uhr. Mit dem Mond im Schützen in einem Feuerzeichen kommt eine gewisse Aktivität in uns hinein. Zum einen ist es die Aktivität zur Bewegung, das heißt, der Mond im Schützen mag weder körperlich noch geistig noch weltanschaulich stehen bleiben. Er braucht die Weiterentwicklung, die Hinwendung auf eine Vision, auf ein Ziel. Und deswegen ist er auch zielgerichtet und möchte im Grunde auch, dass wir unsere Sinngebung überprüfen, unsere Philosophie, die uns im Leben hält. Denn die ist ja oft ausschlaggebend dafür, wie wir die Ereignisse, die uns widerfahren, einordnen und interpretieren. Und wenn diese Weltanschauung nicht mehr für uns Nutze ist, weil sie uns das Leben schwerer statt leichter macht oder das Leben nicht gut für uns erklärt, dann gilt es hier eben nachzujustieren und zu schauen, wie kann ich meine Weltanschauung, meine Sinngebung so verändern, dass das, was in meinem Leben und in mir passiert, auch Sinn macht für mich. Genau diese Aufgabe hat der Mond im Schützen. Die Sonne im Krebs, hier jetzt im 5. Grad des Krebs, läuft auf die Opposition zum Saturn zu. Saturn ja seit Ende letzten Jahres, seit Ende 2017 in seinem eigenen Zeichen, dem Steinbock, laufend und sich jetzt in seiner Rückwärtsbewegung im 6. Grad Steinbock aufhaltend. Das heißt, die Sonne ist von der Opposition zum Saturn gerade mal 1 Grad, also einen Tag entfernt. Dementsprechend ist morgen um 15:28 Uhr ist die Sonne in Opposition zu Saturn. Das bedeutet, dass hier die Prinzipien von Krebs und Steinbock zusammenkommen, wo der Krebs ins Gefühl geht und auch aus seinem Bauchgefühl, aus seinen gefühlsmäßigen, emotionalen Bedürfnissen heraus agiert und reagiert, geht es Saturn um langfristige Entwicklung, um Verantwortung, um die Beschränkung aufs Wesentliche, auf Regeln, auf Gesetze, auf Normen, auf Strukturen. Hier kommen also Gegensätze zusammen, was auch bedeuten kann für uns und auch wiederum abhängig davon, wie Saturn in unserem Horoskop gestellt ist, dass wir uns vielleicht beschränken müssen in diesen Tagen, dass wir nicht alles durchkriegen, dass uns unsere Grenzen aufgezeigt werden, es sei denn, wir selber schauen danach, wo und wie weit unsere Grenzen sind.
Und es gilt auch darum, sich um das Wesentliche zu kümmern, herauszufinden, was sind eigentlich die wesentlichen, essentiellen Pfeiler in meinem Leben und diese zu stärken mit Sonne Saturn. Beide Konstellationen, also sowohl die Sonne Saturn Opposition wie auch der Mond im Steinbock, gehen dann ein in den Vollmond, der am Donnerstagvormittag um 6.53 Uhr stattfinden wird. Hier sehen wir, dass zu der Sonne-Saturn-Opposition sich auch der Mond hinzugesellt hat. Sozusagen ist also eine starke Steinbock-Seite, gegen die die Sonne im Krebs sozusagen ankämpft. Hier geht es also bei diesem Vollmond um den Gegensatz zwischen Strukturverantwortung, einer rationalen Betrachtung und Gestaltung des Lebens und eben dem Bauchgefühl der emotionalen Gestaltung des Lebens. Nicht das Gefühl sagt, ich möchte gern das fühlt sich gut an, das fühlt sich richtig an, da fühle ich mich im Einklang. Und der Saturn, der Steinbock, sagt dann aber vielleicht, passt aber jetzt zeitlich nicht oder bringt dich ab von dem Wesentlichen, was du eigentlich zu tun hast, führt dich von deinem Pfad weg. Hier gilt es halt klaren Kompromiss zu finden, ein sowohl als auch. Ansonsten schließen sich beide Prinzipien aus. Alle diese Konstellationen werde ich auch morgen am Mittwoch wieder betrachten. Für heute sage ich Tschüss und wünsche uns allen einen schönen Dienstag. Bis dahin und Tschüss.